Beim Selbstkipper erfolgt der Kippvorgang automatisch. Flüssigkeiten sollten zuvor über den Ablasshahn entleert werden. Ist die Mulde zu 85% beladen, liegt genug Gewicht auf der Schüttkante, um den Inhalt bequem vom Staplersitz aus zu entleeren. Dazu muss bei nach vorn geneigtem Staplerhubmast lediglich die Muldenverriegelung mittels des mitgelieferten Zugseils gelöst werden. Nach dem Abkippen geht die leere Mulde selbsttätig in den Beladezustand zurück.